Er steht ein bisschen im Dunkeln, also ja, haben wir vergessen, eine Lampe anzumachen. Wahrscheinlich, die war irgendwie kaputt gegangen kurz vorher und man hat gesagt, passt schon. Wieder nicht Englisch, also auch wieder Muttersprache. Ja. Kroatisch, glaube ich. Oder? Wahrscheinlich. Ja. Wie spricht man diesen Song aus? Divli Vjetre. Wow. Dankeschön, das hat mein Kroatisch B2-Kurs, den ich die letzten 4 Monate besucht habe, jetzt ergeben. Heißt, glaube ich, sowas wie, heißt das starker Wind? Ich meine, es heißt irgendwas mit Wind. Damir Kedjo singt von einem wilden Wind, nur dass das musikalisch nicht so richtig merkbar ist. Also das wäre so ein Song, wenn ich den ESC mir im Fernsehen anschauen würde, würde ich kurz in die Küche gehen und mir so ein Brot machen. Eher statisch das Ganze, stehe gerade Kroate. In solchen Momenten ruf mich an, ich baue euch eine Show zusammen. Typische kroatische Powerballade. Die typische Balkanballade. Eine Balkanballade. Da könnte man so 10 Sekunden reinseppen und mein Vater, der nicht wüsste, worum es geht, würde sagen, ach, ist wieder dieses ESC, ne? Ich singe da immer Molitva drauf, ist unfassbar. Und dann hat er auch noch sich dann von der Maria die Background-Sängerin da geholt. Es ist eine Ballade vom Balkan, die keine Balkanballade ist. Ich finde, es klingt sehr untypisch für das, was gerne mal aus der Region kommt. Ich würde sogar fast schon sagen, ja, es ist ein langsamer Popsong. Ich finde tatsächlich, ich muss dir widersprechen, ich finde, der Song klingt extrem nach Kroatien. Ja, nett anzusehen. Ach ja, der singende Hausmeister aus Kroatien. Ich weiß nicht, was dieser Overall soll. War vielleicht irgendwie in irgendeinem Laden für Berufskleidung wie der Sale oder so. Ach, irgendwie, er sieht auch ein bisschen aus wie so ein Gefängniswärter mit seiner Kette. Mit seiner Kette, ja. Weil er so einen großen Schlüsselbund dran hat und sagt so, ah. Und man hat die ganze Zeit Angst, dass diese Ader an der Seite, an dieser Schläfe platzt. Ja, die Ader. Fantastisch, dass das dabei ist. Ich liebe es. Gesungenes Leid und Zischlaute. Das ist eine sehr gute Kombi. Jetzt gibt es ja nur ein Problem. Das ist sehr gelernt. Das gibt es in jedem Jahr. Und deswegen muss es halt ein guter Song mit Spannung und Message sein. Da, naja, sind wir halt noch so beim Mittelmaß. Weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß nicht, ich fühle den halt auch wirklich nicht, den Song. Also da kommt bei mir irgendwie nichts rüber. Also der Typ kann wirklich richtig gut singen. Und der hat auch eine gute Stage-Presence. Man sieht es ja in dem Vorentscheidsauftritt, er ist ja wirklich, er ist ja mit Energie dabei. Er hat Passion, ne? Also er hat Bock drauf, er kann den Song, er kann das auch. Er fühlt es. Er fühlt es richtig, aber ich leider überhaupt so gar nicht. Ja. Da kommt mir jetzt hier aus den Pufen. Einfach keine Struktur, der Song. Das haut mich nicht so richtig vom Hocker. Sorry, Kroatien. Ah, der hat eine geile Stimme, das muss ich schon mal sagen. Aber der kann wirklich singen, also das gefällt mir. Ja. Sowas braucht der ESC auch jedes Jahr und das liefert Kroatien sehr, sehr, sehr zuverlässig.